die sozialen Determinanten von Gesundheiten. Was verstehen wir darunter? Erstmal verstehen wir unter Determinanten Faktoren, die Gesundheit oder Krankheit beeinflussen, in diesem Fall. Und das sind die Bedingungen nach der Weltgesundheitsorganisation, in die Menschen hineingeboren werden, in denen sie aufwachsen, leben, arbeiten und altern. Und die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, spricht hier auch davon, dass es solche soziodemografische Faktoren sind, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Sozialstatus, Einkommen, Bildung, also der Sozialstatus, berufliche Position, Armut, Migration, Umweltbedingungen, aber auch die Bedingungen, in denen wir arbeiten beispielsweise oder unseres sozialen Umfeldes.